Hallo, liebe Leute! Wir sind immer noch bei Let's Play Alice Madness Returns. Und ich will die Nase abschießen und bitte nicht laggen. Vor allem nicht laggen wäre nett nach der Trauerfeier letztes Mal. Von der ihr nicht so viel mitgekriegt habt, weil ich den meisten Kram, sofern ich es nicht vergessen habe, rausgeschnitten habe. Ja. So. Ich habe auch noch mal geguckt, wie weit wir inzwischen sind. Wir sind immer noch nicht bei den... Wir sind noch nicht bei den... Genau. Noch nicht bei den 15... 50%, was laber ich? Sondern gerade bei... 48. Also würde ich mal sagen, wir nähern uns dem Ende des dritten Kapitels. Das sieht so ein bisschen weiter aus als erwartet. Hier sind Gegner. Au! Schmerzen. Wo sind die Gegner? Um die Gestalt eines Wesens korrekt festzuhalten, muss man sie leider töten. Die Objekte der Kunst haben oft zu leiden. Was war das für eine Logik? Nun ja, wir gehen einfach mal. Warum liegt hier diese Pampe rum? Die ist einfach nur im Weg. Sonst tut sie gar nichts. Sowas finde ich nicht nett. Was wohl leicht verständlich ist. Oh, ich sehe schon. 2D-Abenteuer. Oh, ich mag 2D-Abenteuer. Whee! Der fühlt sich immer noch fehl am Platz. Sehr schön. Der hat seine Zähne verloren. Tja, Zucker und so. Wie wird denn diesmal das hier erweitert? Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Das dürften dann wohl wir sein. Oh. Ja, Rest. Auch jetzt explodieren sie nicht mal. Lame. Nee, schon okay. Pfirsich! Der nutzlos ist, aber hey, Pfirsich! Hauptsache Pfirsich. Pfirsich. Verdammt. Ich verstehe echt nicht, was das bringt, die Pfirsiche einzu... Würdest du da bitte hochgehen? Danke. Pfirsiche einzusammeln, wollte ich sagen. Achso, da kann ich eh nicht runterfallen. Ah. Yeses. Autsch. Das hat mir in den Fuß gepiekst. So ein Mist. Nicht darüber. Für sich, Noms. Ich werde jetzt einfach wieder einsammeln, einfach aus Prinzip, weil man kann es. Man kann sie einsammeln, also tue ich es auch. Fast so wie mit den Münzen bei Mario. Man braucht sie nicht, aber irgendwie... Sie glänzen. Und was glänzt, ist toll. Oder so. Oh. Wow, das war aber sehr gefährlich, muss ich sagen. Das hätte mich ja fast erwischt sogar, ne? Eieieiei. Okay. Hi. Ja. Also schwer ist es noch nicht. Muss ja auch nicht
Kaizo-Mario-Züge. Au, au. Ja, nehmen. Weil das muss ich aus irgendeinem Grund da direkt denken, als ich das gesehen habe mit den ganzen Stacheln da. Was haben wir denn hier? Wind. Wind! Ah! Nein, nein. Danke. Habt ihr das gesehen? Hey, ich hab immer noch den Zahn bekommen. Ach, schön. Zieh am Ring. Was gibt der uns? Noch mehr Luftströme. Eieiei. Okay, okay, hab ich. Muss ich hier lang? Ich weiß gar nicht. Für sich. Komm. Falls irgendwer weiß, ob die Pfirsiche einen tieferen Sinn haben, kann man mir das bitte sagen? Das wäre voll nett und so. Weil ich verstehe den Sinn dahinter nicht so ganz. Da. Nein. Nein. Ah. Was habe ich da gerade eben gesehen im Hintergrund? Das sah aus wie eine Wespe. Also schon das Ende. Das war irgendwie kurz. Ja? So. Da hatte Alice mal Spaß. Technisches Problem. Okay, technisches Problem gelöst. Was auch immer da gerade passiert ist. Alice hatte spontan einen Rechtsdrang. Und hier sieht alles aus fast wie in Okami irgendwie. Ja, das sieht irgendwie gemalt aus alles so ein bisschen. Was ich sehr cool finde. Und mir fällt jetzt erst auf, es ist alles schwarz-weiß. Außer mir. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch nur farbenblind. Steht hier irgendwas dran, vielleicht? Nein, da ist unsichtbare Wand. Und hier? Oh, da ist doch was. Ah, schön. Nichts Spielrelevantes, aber trotzdem schön. Das ist die Raupe. Alter, bist du fett! Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Was? Wie, komm jetzt rein? Ach, lieber Himmel. Ein Riesenkokon. Wo die Raupe drin hängt. Okay. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Ich verstehe nicht ganz.
anschließende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen. Was weiß sie, das ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Königin? Die Herzkönigin? Hey, du da. Das reicht jetzt. Hä? Bist wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult. Irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street. Insekten verwünscht. Und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst. Aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch, den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Male, nimmst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Konnt sie doch nicht nach Hause schicken, oder? Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das Erste können er gerne haben. Das Andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Weg nach draußen. Die Szene hat mich irgendwie zum Lachen gebracht, obwohl es ziemlich, sehr, ziemlich übel war. Okay, wir sind irgendwo, irgendwie im Gefängnis gelandet und ihm scheint's nicht so gut zu gehen. Wenn er ausgenüchtert ist, wird dieser Kerl wohl in eine Zelle kommen. Seine Mithäftlinge wollen nicht, dass er ihre Zelle versaut. Viele Obdachlose ziehen eine Nacht im Knast der rauen Straße vor. Das stimmt sogar. Es gibt durchaus an vielen Orten Leute, die sorgen extra dafür, weil sie kein Zuhause haben, dafür, dass sie ins Gefängnis kommen und da war eben ein Grafikglitch. Und die Tür ist auf einmal zu. Klar, was auch immer. Ich kann gerade nicht viel sehen, weil mich die nicht vorhandene Sonne anleuchtet. Nicht vorhanden, weil es eigentlich total bewölkt ist, aber das Licht reicht schon, dass ich nichts sehe. Beginn auf. Anklagen. Ich hab meinen freien Tag. Was war's diesmal? Exhibitionismus. Illegaler Hahnkampf. Gossensprache. Hier unterschreiben, wenn's geht. Okay. Ich möchte mich hier umsehen. Sieht interessant aus. Aber die Leute lassen mich nicht. Oh. Nichts! Meets! Ah! Oh. Meine Fresse! Was zur... das war ein kurzer Aufenthalt in der Realität. Okay. Tatsache, Herzkönigin. Die Herzkönigin war, falls das nicht bekannt ist, der Endgegner des ersten Alice-Spiels. Okay.
Okay, jetzt wird's freaky. Ich gehe da mal außen rum. Was ist das? Das war allerdings ein kurzer Aufenthalt in der Realität. Wow. Und das ist ein Kartenhaus. Krasse Beobachtungsgabe, was? Ich hab ein paar, ich hab gewonnen. Da. Zwei Paare. Kartenbrücke. Oh, noch ein Pärchen. Hab doch Glückssträhne. Sind ja nur 52. Ja. Ich weiß immer nicht so ganz, was ich sagen soll. Aber... Ah! Nase! Oh, Erinnerung, Erinnerung, muss haben. Behauptet, ich hätte sein Herz gestohlen, mit seinen Gefühlen gespielt. Gruseliger Spinner, fasst er mich an. Hab Papa gesagt, er soll ihn nie wieder einladen. Wer damit wohl gemeint ist? Welches Kartenspiel auch immer das war. Ich glaube, das wurde ein bisschen manipuliert. Wenn man sich die Menge an Zweien, Fünfen und Assen ansieht. Wo? Ach, da lang. Ist ein bisschen unschön, dass ich erst so spät sehen kann, wo ich eigentlich hin soll. Hui. Aber es geht ganz eindeutig Richtung... Was zur... Meine Güte. Zum Kartenhaus. Ja. Hi, jemand zu Hause? Ah! Technische Probleme! Okay, jetzt geht's wieder. Einfach wie wild mal ein bisschen auf die WASD-Tasten kloppen und schon geht's wieder. Das sah von draußen irgendwie kleiner aus. Ja, das sah ganz eindeutig kleiner aus. Oh, aber ich glaube, ich habe inzwischen genug Zähne oben. Ja, aber das möchte ich nicht upgraden. Noch nicht. Ich möchte zuerst das Pferdchen aufwerten. Weil das Pferdchen ist geil. Hallo. Hier gibt's doch sicher auch noch was, oder? Ja, einen Abgrund. Und eine Flasche. Ui. Sind wir jetzt im... Ja, wir sind jetzt in Kapitel 4. Hey! Hälfte geschafft. Wir sind durchgegangen. Licht? Licht ist nutzlos, wenn das, was es beleuchtet, Schmerz und Leid verursacht. Besser man versenkt solche Dinge in den dunklen Tiefen der Lethe, dem Fluss des Vergessens. Brauchte man dafür wirklich eine extra Szene für den einen Raum? Naja, egal. Hier irgendwas. Sieht nicht wirklich danach aus. Was tut das? Ich habe nicht die geringste Ahnung.